Leute, und willkommen zurück zu Mini Rush Folge 4. Wir sind wieder da und öffnen die heutige Box, eine silberne. 26 Münzen, so ein Wiederbelebungsteil und den Jäger nochmal erhöhen. Okay, wir haben den Jäger noch gar nicht, glaube ich zumindest. Aber 20.000, ja, okay. Ja, was ist hier noch so? Okay, das haben wir alles geclaimed. Nein, wir können auch ein paar Punkte. Was ist hier los? Ey. Okay, wir können das erhalten. Kann was das ist? Egal, wir fangen jetzt an. Wir wollen eigentlich weitermachen. Oh, den Jäger. Okay, dann holen wir uns den. Jäger wurde freigeschaltet. Steht zwar nirgendwo, aber Gefrierstrahl. Führe Objekte ein, um sie zu zertrümmern. Wählen wir den aus. Ich glaube, an den kann ich mich auch noch ein bisschen dran erinnern. Okay, fangen wir an. Ja, lasst auch schon mal ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Keine neuen Videos. Also, ja. Und Shorts. Genau. Und ich mache auch bald die 200 Robux-Verlosung. Aber habt Geduld. Wahrscheinlich in einer Woche werde ich das verkündigen. Und ich will versuchen, ein eigenes Free-UGC-Item zu machen. Aber ob das, wie das geht, das ist schwer, ist die Sache. Also, das erstmal nicht, aber irgendwann vielleicht. Wenn ich weiß, wie das geht. Ja. Genau. Ja, ich glaube, diesen Gefrierdings brauchen wir nicht unbedingt jetzt hier. Aber naja. Wir kommen halt sehr viele von diesen Zahnrädern, Viehen. Achso, wir sollen 18 von den Gefrierdingern eigentlich Sachen einführen. Okay, das machen wir nicht jetzt, weil hier gibt es jetzt nicht so viele Gegenstände. Ich glaube, hier ist es gut. Ja. Mission beendet. Okay, so Leute. Wir machen direkt noch ein Level, würde ich sagen. Warum nicht? Hier sollen wir den Pilgerminion nehmen. Okay, fertig. Wir fangen jetzt an. Überspringen übrig. Also 10-mal über diese Dinger springen. Sollte ja nicht so schwer sein. Beginnen wir. Ja, da können wir runter. Oh, ja. So, jetzt hier rüber. Dann haben wir schon mal den ersten. Genau. Also, heute das Thema. Machen wir mal heute ein Thema und das andere Thema im nächsten Part. Nämlich, gab es irgendwelche Minion-Spiele mal? Ich bin mir gerade wirklich gar nicht so sicher. Nee, oder? Also, außer das natürlich. Sonst gab es gefühlt keins. Aber ich spiele doch gerade hier Minion-Spiel. Bin ich dumm? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne eigentlich fast keine Minion-Spiele außer das hier. Ja, genau. Heute wollte ich über die Serien reden. Letzten Part haben wir über die Filme geredet. Über, ja, Minion. Drei Filme gab es, beziehungsweise vier oder fünf sogar. Fünf, glaube ich. Und dann gab es noch die Special-Sachen, nämlich Serien. Also kleine Serien, so mit, so, keine Ahnung, ich glaube, 20 Minuten ging das oder so. Und ja, genau. Wir können auch übrigens noch hier drehen. Machen wir das schon. Oh nein, schau doch keine Werbung. Pff. Ja, machen wir direkt das nächste Level. Wir wollen ein bisschen weiterkommen. So, wir nehmen mal den. Ich kann den Techniker Bob mir holen. Ja, ist doch cool. Techniker Bob erhalten. Wählen wir den mal aus und probieren wir den aus. Sieht sehr cool aus, bin ich ehrlich. Ja. Es gab interessante Serien, die fand ich auch sehr lustig. Aber ob ich die jetzt noch lustig finde, denke ich mal nicht. Weil das ist schon ganz schön lange her. Und hier ist der Bob, der sieht eigentlich ganz cool aus. Upsi, ich bin ja gegen die Wand geknallt. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Serien. Zum Beispiel, was gab's? Ja, mit Dinos in der, ja, in der Vergangenheit. In der Steinzeit, da hatten die solche Stockdinger in der Hand und ja, sind die irgendwie weggelaufen von irgendwelchen Steinen, das weiß ich noch. Und das war auf jeden Fall eine Folge. Oh, ich glaube, ich sehe das Eisding. Ja, wir können Eis einfrieren lassen. Aber wir sollen ja eigentlich Bananen sammeln. Okay. So. Den sammeln die ein. Ein paar haben wir eingesammelt. Ah, der Rest ist schwer ranzukommen. Ja, gut. Egal. So.
Genau. Auf jeden Fall, es gab das mit dieser Vergangenheit da. Mit irgendwelchen Dinos und Zeug. Aber es gab noch andere sehr lustige Dinge, die ich sogar lustiger fand. Nämlich. Ja, das war so in der Fabrik. Da waren zwei solche lilanen Dinger. Keine Ahnung, wie man die nennt. Die hier, die ich gerade wegschubse die ganze Zeit. Und die haben. Oder die haben sich einfach verwandelt auf einmal. Und dann sahen die so lustig aus, haben lustige Dinge gemacht. Was das war, ich kann mich nicht mal 100% daran erinnern. Es war auf jeden Fall lustig. Und wir haben die Mission beendet. Genau. Belohnung, ja. Okay. Ah, das können wir einsammeln. Oder haben wir schon eingesammelt? Schnelltipp, Kostüm, Fähigkeiten, ja, irgendwas. So, auf jeden Fall haben wir hier noch was freigeschaltet. Ja, eine Festival-Kapsel. Da bekommen wir erstmal 540 Münzen. Ist ja schon ein bisschen was. Tourist? Ja, wir können jetzt den Tourist holen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Hier den Pilger-Minion, den können wir upgraden anscheinend. Urlauber, der ist richtig cool. Den will ich auf jeden Fall haben. Und wir bekommen Special, den kalten Karl. So, das haben wir alles bekommen. Aktivieren werde ich das nicht, glaube ich. Ich weiß mal. Oh, 500 von den Dingern. Okay, oh, wir sind jetzt da. Was ist das denn? Oh, interessant. Machen wir weiter. Den Inselreisender. Reisenden werden wir nutzen. Ja. Wie viele Level gibt es eigentlich hier? Ich glaube, über 200, 300. Bestimmt. Wir werden mal sehen, wie lange das Spiel geht. Ich werde mir ein paar Videos anschauen, wie lange das geht. Ach, wir sollen Bananen mit diesen Eisdingern sammeln. Okay. Also 40 Bananen sozusagen. Vielleicht müssen wir da sogar zweimal diesen Bananendings einsammeln. Ich weiß es aber nicht. Wie findet ihr das Let's Play Minion Rush? Bisher finde ich das ganz gut. Wir sind ja schon relativ weit, Part 4. Also in dem Sinne Parts. So an sich in dem Spiel sind wir noch nicht so weit. Also wirklich noch gar nicht weit eigentlich. Aber wir haben ja schon ein kleines Stück haben wir schon mal geschafft. In dem Spiel. Ich werde jetzt nicht unbedingt alles zeigen. Warte mal, man kann das irgendwie kombinieren so. Ach so, das geht nicht. Man kann nicht doppelt Sachen machen. Ja, das finde ich ein bisschen blöd. Egal. Los geht's. Schaffen wir das mit einem Versuch? Könnte schaffbar sein, machbar sein. Ja, wir haben es geschafft. Null Bananen übrig. So. Mission beendet. Können wir was abholen? Ja, wir bekommen da ein bisschen was. Okay. Ja, egal. Im nächsten Part könnten wir den Boss, glaube ich, schon besiegen. Also wird, glaube ich, so sein mit dem Boss. Kalter Karl, das ist doch sehr cool. Machen wir direkt noch ein Level. Hier wäre gut. Nehmen wir mal Fußball-Dings. Aber vielleicht hätte ich auch Frier-Dings machen können, aber egal. Der Gefrierer irgendwie. Ich würde sagen, letztes Level in diesem Video. Wir müssen 750 Meter laufen. Hallo, let's go. Jetzt geht's. Okay. Ja, geht relativ schnell mit den Metern. Ich glaube aber, noch ein Level schaffen wir dann nicht mehr. Aber im nächsten Part gibt es da wahrscheinlich einen Bosskampf. Ne, ich glaube schon. So, und ja, ich habe euch schon von dem Let's Play XX. Ach so, stimmt, über den Serien. Da habe ich ganz vergessen, dass ich darüber geredet habe. Ja, auf jeden Fall, es gab noch mehr Serien, zum Beispiel mit. War da Boss Baby oder so? Irgendwie so ein Baby war da. Hat irgendwelche Superkräfte bekommen auf einmal und keine Ahnung, wie es weiterging. War auf einmal ein Dieb. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall, es gab eine coole Folge mit diesen lilanen Dinger, lilanen Monster, die. Keine Ahnung, was mit denen gemacht wurde. Oh nein, ich habe sie mitgenommen. Na gut. Ja. Die Serien nicht der größte Fan von. Sind okay, kann man machen, aber wirklich nicht so gut wie die Filme. Über den Film haben wir im letzten Part geredet. Genau. Im letzten Part haben wir darüber geredet. Über die Filme. Und ja. Oh, wir können uns hier was abholen. Gut. Ja, Leute. Was ist das? Keine Ahnung. Heißt, im nächsten Part können wir dann. Machen wir wahrscheinlich einen Bosskampf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, die nächste Mission ist: Laufe 120 Meter mit dem Bananensager. Und ich sag ciao.